liebe Freundinnen und Freunde, auch ich möchte mich als erstes bedanken bei der Unterstützung in der auch recht schwierigen Arbeitsgruppe, das darf man auch mal so offen sagen, an Matti Bolte, Arif Ünal, Dagmar Hanses und besonders an Volker Beck. Ich sehe ihn gerade, Volker Beck hat wacker mit aus Berlin hier Unterstützung geleistet, dass dieses Kapitel gelingt. Danke auch an die gesamte Gruppe. Was sind die Botschaften in diesem Kapitel? Die erste Botschaft, liebe Freundinnen und Freunde, ist, NRW wird demokratischer. In der Schule, in der Kommune, aber auch auf Landesebene werden wir mehr Demokratie wagen und mehr Demokratie einführen. Bei den Volksbegehren werden wir die Hürden senken. Wir werden das Wahlalter auf 16 herabsetzen und Demokratie und Mitbestimmung macht bei uns auch nicht vor den Behördentüren Halt. Hier wird Mitbestimmung wieder auf Augenhöhe stattfinden mit einem neuen Landespersonalvertretungsgesetz. Zweite Botschaft, NRW wird rechtsstaatlicher. Der Kernsatz der Innenpolitik lautet, wir wollen uns den Herausforderungen an eine rechtsstaatliche Politik der inneren Sicherheit stellen. Und der Kernsatz in der Justizpolitik lautet, wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig vom Geldbeutel ihre Rechte in angemessener Zeit durchsetzen können und im Strafvollzug wird Menschenwürde und bessere Resozialisierung geleistet. Das sind die Kernbotschaften. Was heißt das? Wie wollen wir das umsetzen? Wir werden die Polizei angemessen ausstatten. Eine rechtsstaatliche Polizei braucht eine angemessene Ausstattung und das bekommt sie mit uns auch. Aber, und das ist der Unterschied zur alten Regierung, gleichzeitig werden wir den Datenschutz stärken und unabhängiger machen. Und die Politik von Ex-Innenminister Wolf, hier Personalabbau an der einen Stelle zu betreiben, die Polizei aufzurüsten, wird mit uns ein Ende haben. Wir werden Stellen bei dem Datenschutzbeauftragten wieder neu schaffen und ihnen auch eine unabhängigere Stellung verschaffen. Liebe Freundinnen und Freunde, Bürgerrechtspolitik in Koalitionen, ich würde mal sagen, egal in welchen Koalitionen, muss bei solchen Verträgen, müsst ihr euch auch immer die Frage stellen, nicht was steht drin, sondern was steht nicht drin. Denn auch das ist eine ganze Menge und auch das, was nicht drin steht, ist ein Erfolg und das bitte ich euch auch bei der Gesamtbewertung zu berücksichtigen. Ich sage das ganz selbstbewusst und ohne uns klein zu machen, sage ich, wir Grünen sind hier auch korrektiv. Ein Bürgerrechtskorrektiv, wenn es darum geht, Strafverschärfungsdebatten runterzufahren und wenn es darum geht, Sicherheitsbefugnisse, Eingriffsbefugnisse der Sicherheitsbehörden auszubauen. Und lest es bei der SPD im Programm nach, lest es bei der SPD in ihren Gesetzentwürfen aus der letzten Legislaturperiode nach. All das steht nicht drin und auch das ist ein Erfolg für die Bürgerrechte in NRW. NRW wird diskriminierungsfreier. Schwule und Lesben werden gleiche Rechte bekommen. Und es war auch ein Unding, ja, dass wir als Abgeordnete Lesben und Schwulen in Lebenspartnerschaften bekamen, ganz selbstverständlich eine Hinterbliebenenversorgung, aber Beamtete in Lebenspartnerschaft lebende Lesben und Schwule nicht. Damit wird sofort Schluss gemacht. Hier werden Diskriminierungstatbestände sofort aufgehoben. Und liebe Freundinnen und Freunde, angesichts der Zeit, lasst mich zum Schluss mein persönlich auch Herzensthema hier noch mal ansprechen. NRW wird auch die Menschenrechte derjenigen ohne sicheren Aufenthaltsstatus besser schützen und darüber freue ich mich sehr. Bei allem Verständnis aus Münster kam es ja schon bei der Eingangsdebatte, dass ihr enttäuscht seid, dass wir bei den Gesinnungstests nur eine Evaluierung im Vertrag stehen habt. Das Thema, liebe Münsteraner, ist dadurch für uns nicht abgehakt. Das werden wir weiter vertreten. Aber bitte schaut euch das Kapitel im Ganzen an. Wenn es um Flüchtlingsrechte und um Flüchtlingsschutz geht, haben wir eine ganze Menge durchgesetzt und die unmenschliche Abschiebepolitik der alten Landesregierung hier auch ein Stück weit korrigiert. Denn für den Flüchtlingsschutz haben wir einiges rausgeholt. Es wird mehr Schutz geben für die Minderheiten aus dem Kosovo. Es wird mehr Schutz geben für langjährig Geduldete. Und wir werden uns als größtes Bundesland gemeinsam für eine Bleiberechtsregelung auf Bundesebene einsetzen, die diesen Namen endlich auch verdient und wirksam endlich mit diesen Kettenduldungen Schluss macht. Und all das, liebe Freundinnen und Freunde, all das, wir haben hier einen gemeinsamen rot-grünen Vertrag, keine Frage.
Aber all das steht nicht in den SPD-Programmen. Das stand in unseren Programmen und da haben wir den Wählerinnen und Wählern und den Menschen, die da auf unsere Hilfe und Unterstützung gesetzt haben, haben wir sie nicht enttäuscht. Aus diesem neuen Innenministerium, um es ganz klar zu sagen, wird es keine Botschaften per Erlasse mehr geben an die Ausländerbehörden. Warum habt ihr die noch nicht abgeschoben? Bitte teilt uns die Gründe mit, warum das alles nicht schneller geht. Sondern es wird die Botschaft gehen, sorgt dafür, nutzt alle landesrechtlichen Spielräume, auch wenn Ausländerrecht in Berlin gemacht wird, nutzt alle Möglichkeiten, hier mehr Schutz für Menschen ohne Aufenthaltsstatus, ohne sicheren Aufenthalt hier zu gewährleisten. Das ist die neue Botschaft an die Ausländerbehörden. Diese Erlasse werden nach den Sommerferien an die Ausländerbehörden gehen. Und darüber freue ich mich. Das ist ein Erfolg für viele Menschen und es sind viele Hunderte Menschen, die hier, vielleicht auch Tausende, die in NRW hier vor Abschiebung geschützt werden. Das ist der Erfolg dieses Kapitels. Ich bitte euch um Zustimmung. Applaus